Moin! Wie so oft in letzter Zeit eine Runde schnelles Schach. Und zwar spiele ich gegen Jazzy Jazzer, der, glaube ich, auch unter dem nicht ganz so verklausulierten Namen schon ein paar Spiele mit mir gemacht hat. Oder vielleicht auch jemand ist, der sich den Namen geklaut hat. Keine Ahnung. Jedenfalls eine kleine Runde, 3 Minuten Bedenkzeit Blitz. Und er hat noch nicht so wahnsinnig viele Partien gemacht, deswegen ist seine Wertungszahl noch nicht bestätigt. Ist also so ein bisschen eine Wundertüte. 3 Stunden Spielzeit oder so hat er, glaube ich, hier auf Leeches auf der Plattform. Das ist nicht wahnsinnig viel. Und wir werden deswegen mal gucken, wie stark er wirklich ist. Und werden das rausfinden. Hier das Schlagen scheint mir nicht so attraktiv. Vielleicht will ich mir erstmal hier Diagonalen schaffen für die beiden Läufer, eventuell den Läufer von C1 irgendwann nach B2 bringen, um dann auf der langen Diagonalen zu wirken. Mal schauen. Ja, wohin mit dem zweiten Springer? Der Weg vielleicht. Könnte funktionieren. Zumal nach dem Abtausch hier auf D4 der Bauer auf E4 schwach werden würde. Jetzt haben wir aber auf C3 auch ein Problem. Würde also sagen, wir greifen seinen Springer an. Ah nein, er schlägt zuerst. Das war doof. Das war nicht so richtig klug. Der kann sogar auch mit der Dame schlagen, also freie Wahl. Das war überhaupt nicht gut. Eieiei. Hier abtauschen. Der Springer ist einmal gedeckt. Nur einmal leider. Wenig Zeit, wenig Zeit. Vielleicht erstmal den Turm bewegen, um den Bauern auf C2 nochmal zu decken. Der ist ja so indirekt angegriffen. Im Moment steht der Springer noch dazwischen, aber es gibt halt immer mal so Varianten aus solchen Stellungen raus, wo man dann den Springer bewegen muss oder bewegen möchte und dadurch dann den Angriff auf den dahinterliegenden Bauern oder auf die dahinterliegende Figur erst ermöglicht. Deswegen habe ich jetzt präventiv mal den Bauern noch zusätzlich geschützt. Ja, Doppelschlagen reicht noch nicht, glaube ich, an Kompensation. Ich decke erstens den Springer nochmal und verdoppel zweitens hier auf der E-Linie. Das heißt, jetzt könnte sowas gehen. Geht aber jetzt nicht mehr wegen dem der Deckung durch die Dame. Suchen wir mal hier auf dem Flügel weiterzukommen. Ich habe natürlich den Zug übersehen. Schlagen. Bauer ist jetzt auch von der Dame gedeckt. Das ist gerade noch mal gut gegangen, aber ich glaube, das hat Jazzy Jazzer nicht korrekt gespielt. Ich glaube, da geht mehr für Schwarz. Meine, dass das ein Fehler war, den ich da gespielt habe. Hierher. Die Springer decken sich wunderbar gegenseitig, wobei dann sowas gerne aufgelöst wird durch einen Angriff auf einen der beiden Springer. Und dann fällt der andere halt mit. Ich kann hier nicht wegen Fesselung. Muss also erstmal noch den Turm noch dazu bringen. Dann den König weg. 23, ach, 29 und Rest nur noch. Das ist nicht viel Zeit. Abtausch. Und jetzt habe ich das Problem natürlich wieder. Das war nicht so klug. Ja. Ich glaube, Jazzy Jazzer wird mir hier eine kleine Niederlage zufügen. Der starke Mann. Wow. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir spielen gleich noch direkt eine Revanche hinein. War ja eine kurze Partie, schnelle Partie. Dann kriegen wir vielleicht noch die Möglichkeit, uns zu revanchieren. Nicht zu rächen, aber zu revanchieren. Auf geht's. Jazzy Jazzer, go for it. Na? Spielt er? Er spielt.
was anderes spielen. Spielen sie immer D4 dagegen und dann E6. Das ist jetzt heute mal out. Mal was anderes probieren. Mal ein bisschen überraschen. Springer entwickeln. Aber ich kann jetzt nach der ersten Partie, glaube ich, schon ganz gut sagen, dass Jesse Chessa jemand ist, der alles andere als ein schwacher Schachspieler ist, der aber auch nicht alles gesehen hat. Also selbst Sachen, die ich dann zugegebenermaßen erst nach meinem Zug, aber die ich dann noch gesehen habe, sind ihm entgangen und ich glaube, dass das jetzt geht. Das sieht fetzig aus und das ist ein untypisches Schlagmotiv, dass der Läufer tatsächlich hier ungedeckt ist. Fällt einem nicht direkt auf, weil er so umgeben ist von anderen Figuren und das so geschützt aussieht, aber es war halt nicht geschützt. Machen wir mal das, auch wenn mir klar ist, dass ich hier in die Fesselung von dem weißfeldigen Läufer auf E6 reinlaufe. Möchte aber Material vom Brett kriegen und das scheint mir ein guter Weg zu sein. Weil wenn Jesse Tessa nicht schlägt, kommt ein anderes Problem hoffentlich. Ja, die Dame ziehen müssen und so weiter. Der Bauer hier ist gefährlich, ich kann den Springer aber nicht schlagen. Es droht die Gabel. Unangenehm. Lange Rochade könnte der Trick sein. Eventuell trotzdem Springer schlägt A7. König B8, Springer zurück nach B5. Zumindest ist der Bauer jetzt gedeckt und der Bauer ist gedeckt und die Gabel ist verhindert auf C7, also lange Rochade. Rochadezüge können manchmal auch tatsächlich Multipurpose sein, manchmal auch die letzte Rettung sein und das kommt genau das aufs Brett, was ich gerade genannt habe. Hier kann ich, glaube ich, nicht schlagen mit dem Läufer. Wirkt zu attraktiv, aber es dringt nicht durch. Nächster Versuch hier Material zu tauschen, den Springer auch offensiv mit einzubinden. Ja, runter vom Brett mit dem Material. Ich habe noch Material Vorsprung, das heißt, das sollte sich für mich positiv auswirken. Kleiner Trick hier, Abzug quasi aus der Linie Schach rüber. Noch ein Schach raus, sollte okay sein. Bin mir sicher, dass Dame A7 Schach kommt. Einfach weil es gut aussieht. Und je besser ein Spieler ist, desto weniger spielt er Züge, die gut aussehen, aber zu nichts führen. Ich hoffe, dass ich mich nicht verrechnet habe. Wenn ich mich verrechnet habe, dann ist natürlich klar, dann muss Dame A7 kommen. Das ist ja das, worauf sein Zug jetzt mit Dame A5 auch abgezielt hat. Er hat zum Glück keinen Abzugsschach, aber meine Dame wäre hier hinten auch gedeckt. Die Variante habe ich gar nicht gesehen. Das ist nicht gut. Sehr erzwungener Zug, von daher kann ich indirekt machen. Jetzt droht Dame A7 matt. Könnte ich möglicherweise verhindern mit Läufer nach D4. Und ich glaube, das ist auch meine Wahl. Puh. Aufregendes Spiel. Ich habe hier jetzt einen Freibauern auf D3. Ich habe Druck auf F2, eventuell nach einer Verdopplung hier noch auf der F-Linie mit dem Läufer zusammen. Ich habe das Läuferpaar und ich habe aber halt hier auch ein Defensivproblem. Jetzt muss ich einfach wieder zur Seite gehen für meine Begriffe. Und dann sollte alles safe sein. Genau, weil jetzt. Ach so, ha. Hat er die Mühle? Jetzt muss ich auf jeden Fall ja einmal zurück. Das kann ich nicht anders machen. Und jetzt ist die Frage, kann ich was? Nee, ich kann nichts anderes machen. Ja, ich habe nichts. Ich kann den Läufer zwischenziehen, dann bin ich sofort matt. Und ansonsten habe ich aber nichts anderes. Schade. Ja, wir können es auch ausspielen, das ist auch Remis. Jut, vielen Dank für die Partie, Jesse Chesser. Lief für mich zumindest ja ein bisschen besser, aber du hast dich hier, ja, bravourös noch gerettet, nicht schlecht. Gut gemacht und euch allen vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.